Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, wir haben letztes Mal das Silphscope und die Pokeflöte erhalten. Und damit wissen wir natürlich genau, was zu tun ist. Ja, wir müssen jetzt einmal ein fettes Relaxo wecken. Hoffentlich findet man das schnell. Hier haben wir uns hier zum Glück schon fleißig durch die Angler durchgekämpft. Surfer können wir leider noch nicht, deswegen liegt das Item da oben auch nur so rum. Ohne dass es jemand mit einem großen Herz einsammelt. Schade, aber ich werde mich dran erinnern. Und hier liegt das Relaxo. Ich schau mal, ob ich überhaupt genug Pokebälle habe. Hätte ich am Anfang machen sollen. Ich würde das nämlich ganz gern fangen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind meine Pokebälle woanders. Da, no, oh, 37 Superbälle. Das ist ja super. Die Pokeflöte spielen. Na, auf jeden Fall. Ach, was für ein lieblicher Klang. Da würde ich eher einschlafen als aufwachen. Oh je, das Relaxo ist aufgewacht und jetzt ist es brummig und greift verschlafen an. Na, dann wollen wir ihm mal ein... sehr überdimensioniertes Relaxo. So soll das sein. So, was macht man denn? Einmal Flügelschlag. Hoffentlich killt es das nicht. Das sieht in Ordnung aus. Oh, Schnarcher ist fehlgeschlagen. Das ist ja schön. Auf jeden Fall mal ein Superball. Das Relaxo will ich auf jeden Fall. Vielleicht tun wir sogar ins Team. Ja, nein, fast hätte es geklappt. Auch setz doch nicht Erholung ein, Kollege. Ich will dich doch fangen. Nee, das kannst nicht den ganzen Tag machen. Und die Maronbeere weckt ihn gleich auf. Das ist natürlich nicht gut für uns. Nochmal Flügelschlag, solange es kein Volltreffer ist. Ah, sieht gut aus. Nein, eine Kopfnuss. So, jetzt aber. Der Ball ist doch so super. Dann bleib doch da drin. Bleib doch einfach da drin. Fuck. Oh, ein Gegner. Jetzt werde ich schläfrig. Aber mein Glurak hat keine Maronbeere. Das kann auch ein paar Runden sich ausruhen. Während ich das fette Ding hier mit Bällen bewerfe. Komm schon. Ich hab nichts anderes. Ja, da bin ich eingeschlafen. Superball. Tu was für dein Geld. War's teuer? Ja? Nein. Ah, ich hab leider kein Pokémon, dass das irgendwie... Vielleicht Pikachu könnte ihn paralysieren, aber... Es macht auch Schaden. Ja, ich hätte irgendein Pokémon dabei haben sollen, das, mit dem er das irgendwie zum Einschlafen bewegen kann oder paralysieren. Irgendwie sowas. Hätte sich angeboten. Komm schon. Jein! Das war knapp. Schnarcher kannst du doch nur einsetzen, wenn du schläfst, mein dicker Kollege. Komm schon, komm in den Pokéball. Oder auch nicht. Ganz schön widerspenstig. Ganz schön widerspenstig. Komm schon. Da gibt's nix im Superball. Glaub mir doch. Ja, mein Glurak sollte aber auch mal wieder aufwachen. Anscheinend war das ein sehr, sehr ergiebiger Gegner, der da in unsere Richtung gesendet wird. Ja! Nein! Nein! Einmal zu wenig geschüttelt. Sonst wäre es unseres. Gut, das können wir noch 28 Mal machen. Und danach muss ich den Safe State laden. Komm, lass sie doch einfach fangen. Ja, ich schlaf immer noch, da hilft dein dämlicher Gegner gar nichts. Komm schon, kann doch nicht sein, dass ich es nicht fangen kann. Ja? Nein. Okay. Ich schlaf doch schon. Da bringt dein Gegner, wie gesagt, nichts. In allen Punkten soll der überlegen sein. Das sehe ich jetzt noch nicht. Ich hab's doch geschwächt. Ich kann da nicht mit meinem Glurak zumindest nicht draufhauen. Ja, ja. Danke für die Kopfnuss. Das war nicht nötig. So, was nehme ich denn? Vielleicht ein Tauboga nochmal? Es hat Level 22, das heißt... Oh.
Ruckzucki vielleicht. Das muss ein bisschen schwächen. Oh, jetzt setzt der Kollege Erholung ein. Tja, jetzt hat er aber keine Biere mehr. So, Ruckzuckieb. Boah, das Relaxo schläft tief und fest, so soll das sein. Und kann natürlich jetzt mit Schnarcher uns ordentlich was aus an uns ausrichten. So, Pikachu, dann versuch mal das Relaxo zu paralysieren. Donnerblitz. Oh, hoffentlich war das nicht zu viel. Soll klappen. Ja, also das bringt gar nichts. Das ist nicht gut. Kannst doch jetzt nicht im Schlaf meine Pokémon alle besiegen. Nidoking, kümmere dich wenigstens vergiften. Na, dann sind wir auf einem Timer, das mag ich auch nicht so. Und ich habe nichts, was dir irgendwas ausmacht. Mega Heap. Boah. Oh je, es ist aufgewacht. Und einmal bringt es uns zum Einschlafen. Das gefällt mir aber gar nicht. Berühr mich doch mal mit einer Kopfnuss oder so. Dann kannst du wenigstens vergiftet werden. Yay, sehr effektiv. Gena schlägt viel, das ist klar. So, wir sind wieder mal eingeschlafen. Ich versuch's trotzdem mal mit dem Superball. Ich muss verrückt sein. Glaub aber, da müssen wir ordentlich nochmal nachhelfen. Na? Na? Fahr. Mist. Mist. Scheibenkleister. So, es schläft. Ja, dann versuchen wir es mal jetzt aus Verzweiflung. Wird sich aber wahrscheinlich sofort befreien. Eins, zwei, drei. Ja! ja, gut. Spektakulär, wie wir das gefangen haben. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Ist es erst satt, wenn es über 400 Kilo Nahrung am Tag gefressen hat? Ist es mit dem Essen fertig, schläft es sofort ein? Ja, klingt wie bei mir. Natürlich. Ein Pokémon, das zu mir passt, das nenne ich Lukas. Ich glaube, das ist ein angebrachter Name dafür. Sehr schön. Und in Box 1 wurde es reingesteckt. Ein Glück passt es da rein, so fett wie das ist. So, dann ganz kurz zum Pokécenter. Mir wurde hier übel mitgespielt von einem schlafenden Pokémon. Hauptsächlich, weil ich es fangen wollte. Hätte ich es einfach nur bekämpfen wollen, wäre das natürlich nicht so peinlich geworden. Na egal. Wir haben es gefangen. Wir werden es ins Team stecken. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Mach mal ein bisschen schneller. Will ja nicht undankbar sein. Supi. Tschüss. So. Genau. Bills PC. Dann wollen wir ein Pokémon bewegen. Team-Pokémon. Was lassen wir da? Oh, das Pummelluff in Level 7. Brauchen wir nicht. So. Ja. Das ist doch ein schöner Platz für dich. Und der schöne Lukas-Klon kommt mit ins Inventar. So. Keine PC-Zugriffe mehr nötig in dieser Episode, denke ich mal. Vielleicht kriegt man ja einen Shiny. Einfach so zufällig. Wäre zwar schön, aber ich glaube nicht dran. Ich habe, was sowas angeht, extrem wenig Glück. Mehr als man glauben mag, so. Also mehr Pech, als man glauben mag. So, die Route nach unten ist jetzt frei. Dann wollen wir mal sehen, wo die uns hinführt. Sportangelzone, das haben wir schon mal gelesen. Hab aber keine Sportangel. Aber ich glaube, hier kriege ich eine. Wenn ich mich korrekt erinnere. Ist 20 Jahre her. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja, klar. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und gehe angeln. Oh, eine super Angel. Dankeschön. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun ziehe los, um den großen Fang zu landen. Ich habe eine Bitte. Fängst du mit dieser Angel ein großes Karpador? Möchte ich es sehen?
Meine Liebe zum Angeln steht meiner Liebe für große Carpador in nichts nach. Komischer Request, aber warum nicht? Eine leere Tafel, darauf können irgendwelche Rekorde geschrieben werden. Oh, da mess mal wohl meinen Carpador. Und dann kann ich Rekorde hier aufstellen. So, Beutel, dann selektieren wir mal die schöne Profi-Angel. Super-Angel meine ich natürlich. Select. So, endlich was anderes als Carpador. Zumindest die Chance, was anderes zu kriegen als ein Carpador. Ja, dann wollen wir mal sehen, was es ist. Ein Seeper. Ja, dich will ich natürlich sofort haben. Was mach mal denn? Was magst du nicht? Du magst Feuer doch nicht. Flammenwurf. Vielleicht bin ich aber so überlevelt, dass das nicht gut geht. Ja, das war immer die Gefahr bei so einer starken Attacke. Und bei dem Levelunterschied. Macht dir nichts. Wir fangen uns einfach ein neues. Nicht mal ein kleines Beißchen. Bisserchen. So. Her mit dem Seeper. Na. Oh, das andere war aber besser mit Level 25. Metallklaue. Kannst dich ja hier nicht bei jeder Attacke querstellen. Na gut, das nächste, da werfen wir einfach so mal einen Ball drauf. Ansonsten muss ich mein Team-Pokémon, mein Teamlead-Pokémon auswechseln. Na komm. Seeper. Ja, sehr schön. Und wieder Level 25. Na gut. Ja, das wird nichts bringen. Das ist eine reine Superballverschwendung. 1, 2, 3. Ja! Mensch, hat sich das Relaxo dann aber angestellt. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Es hält mit Hilfe seines Schwanzes das Gleichgewicht. Das mache ich ähnlich, da er aufgewickelt ist. Es verspuckt Tinte. Das mache ich wiederum nicht. Es sei denn, ich muss mein irgendwie in der Schule, meine füllervollen Hände hatten irgendwie was abbekommen. Spitzname nö. Ja. Brauchen wir noch ein Wasser-Pokémon? Ja, Polente ist ja, achso, das kann Zerschneider. Ich glaube, Relaxo kann das auch oder Pikachu. Obwohl ich will mein, Nidoking könnte es vielleicht auch. Polente ist aber kein Wasservieh. Normal und Flug, das braucht man nicht. Dann tut's mir leid, das wird ausgetauscht gegen einen Seeper. Oh, du willst kämpfen. Du siehst schon so aggressiv aus. Elektrizität ist meine Stärke. Das wollen wir mal sehen. Feuer ist meine. Das sieht aber gefährlich aus mit den Batteriestöpseln, die er da hat. Jumper Cables heißt das. Starthilfekabel. Irgendwie so im Deutschen. Voltoball. Vielleicht nicht mehr so Voltoball. Und die Weiterentwicklung. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Die finde ich merkwürdig. Fände sie besser, wenn die wie ein Superball aussehen würde. Ist egal, ist tot. Braucht uns nicht weiter beschäftigen. Stromkreis unterbrochen. So sieht's aus. Bisschen mehr Geld dürft's auch sein beim nächsten Mal. Oh, ein Item. Ja, natürlich will ich den Zerschneider hier einsetzen. Mit Animation und allem. Und dann will ich dem Käfersammler hier in den Arsch treten. Obwohl, das ist ja ein Picknicker. Besitzt du einen Mondstein? Ja, ich besitze einen Mondstein. Habe ich irgendwo mal aufgesammelt, erletzt. Na gut. Was hast du? Ein Nidoran auf Level 29. Uiuiui. Sobald du das mal entwickeln lässt, kannst du ihm tatsächlich einen Mondstein geben. Wäre cool, wenn der jetzt eine Nidoqueen oder sowas hätte. Nee, Nidorino. Aber den könnte tatsächlich den Mondstein geben. Kann so machen wie wir. So. Aber nicht mit toten Pokémon. Das funktioniert nur, wenn die quietschfidel sind. So. Muss er sich neue kaufen. Aua. So, was liegt hier für eine Seltenheit? Eisen. Na, warum nicht?
muss ich schon mal nicht in die Mine. Ein Angler, der mich gleich, ja, fangen will. Man weiß nie, was der nächste Fangen sein wird. Hast du jetzt nur Carpadors? Ja, also es fängt schon mal gut an mit dem Carpador. Flügelschlag bringt doch nicht so viel, aber soll stark genug sein. Ansonsten verwendet man einfach Flammenwurf. Ja, ist uneffektiv, aber was soll's. Dem Seeper ging's auch nicht gut danach. Ach, du weißt echt nicht, was du fangen wirst. Nur Carpadors. Wechsel mal die Angel, Bruder. Die normale ist nicht so gut. Ja, du hast verloren. Wir gewinnen fast ein Tausender. Danke dafür. Hier ist noch ein Grasfeld. Vielleicht gibt es da coole Pokémon drin. Erstmal einmal die Angel reinhalten. Nicht mal ein kleines Knabbern. Komm schon, knabbern meine Angel. Mist. Irgendwo muss es doch mal beißen. Na also. Und nochmal ein Seeper. Ist das jetzt die Seeper-Angel? Das hat zumindest auch Level 25. So, kurzen Prozess. Einmal Flammenwurf drauf. Vielleicht leveln wir dadurch aus. Ah, oh, das wird nicht ganz reichen. Wir sind ja schon so weit vorangeschritten. Boah, da braucht man noch ein 1,5 Seeper, so wie das aussah. Natürlich will ich den Zerschneider einsetzen. Wer weiß denn, welche schönen Pokémon hier lauern? Wir finden es gleich raus. Ein Blutzug. Wie fange ich dich am besten? Du bist ein Käfer. Du magst Metallklaue, magst du vielleicht? Na ja. Nein, doch keine Konfusion. Es tut doch weh. Superball. Also das kriegt man auf jeden Fall. Und dann sind wir beinahe an den 30 gefangenen Pokémon. Kriegen einen Item-Detektor, wenn ich noch weiß wo. Das muss ja irgendwo in der Nähe hier gewesen sein. Sehr schön. So, was kannst du? Seine Augen setzt es als Radar ein, damit es im Dunkeln sehen kann. Aus ihm kann es auch kräftige Strahlen schießen. Oh, das ist eine Eigenschaft, die natürlich geil ist. Die hätte ich auch gerne. Aber wir legen das erstmal auf dem PC ab und schauen, was denn hier außer Blutzug noch so drin ist. Es ist ein Blutzug. Gut. Da werde ich einfach fliehen, weil das schneller ist. Ich könnte zwar auch trainieren, aber was soll's. Ich würde gerne wissen, ob hier noch was anderes ist. Nach dem vierten Blutzug gehe ich aber wieder. Ein Miraplan. Dich haben wir doch schon. Dich brauchen wir nicht. Oh, Flammenwurf, meinetwegen. Ja, bisschen trainieren. Was soll's. Ist kein Blutzug. Kann man mal platt machen. Und ein Pokémon noch und dann Level 52. Noch ein Blutzug. Zumindest Level 24, da machen wir auch kurz einen Prozess. Dann leveln wir zumindest auf. Hoffe ich mal, denke ich mal, schätze ich mal. Hat gereicht. Hab richtig geschätzt. Sehr schön. Kannst du jetzt was Besseres, Glurak? Nö. So, dann ein Pokémon noch und dann gehen wir mal weiter. Es ist ein Taubsi. Das haben wir doch auch schon. Aber Level 27 gefällt mir. Flammenwurf. Ja, das schaut schon so störrisch. Das hat sein Ende wohl auch schon gesehen. So, landet auf so einem schönen Rotierspieß, wo die leckeren Hähnchen drin sind. Willst du kämpfen? Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Das ist schön. Ich habe im Dreck Eisen gefunden. Kaufen kann ich mir dafür nichts. Oh, du hast einen Goldini. Auf Level 28. Ich probiere es mal. Obwohl, Schlitzer sollte auch gut sein. Gibt es wieder Karpfen. Bisschen Sushi muss auch sein. Ein Quapsel. Ja, was soll's. Wir sind so stark gelevelt, da braucht man kein typ-effektives Pokémon aktuell einsetzen. So viel Schaden können die mir gar nicht mehr machen. Und du hast auch einen Seeper geangelt. Hast wahrscheinlich dieselbe Angel vom selben Hersteller wie ich. Ja. Na also.
Und da sagt jemand, Feuer-Pokémon sind nicht effektiv gegen Wasser-Pokémon. Ich habe es vermasselt. So sieht's aus. Da ist noch einer. Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Ne, das überlegen die sich hoffentlich nochmal anders. Oh, schöner Schnurrbart. Hätte auch gern Schnurrbart. Ich glaube, so als 10- oder 14-Jährige, ich habe keine Ahnung, wie alt Ash ist, wie er eigentlich heißt. Ich glaube, der ist erst 10, aber das muss man in Japan eh immer hochrechnen. Kann sich noch keinen stehen lassen. Aber wir könnten einen kaufen und aufkleben. Zumindest in den späteren Teilen gibt es Kleidungsaccessoires. Könnten die ja auch so ein Fake-Schnurrbart mal mit reinpacken. So, die Vogel-Pokémon von dem wollten kämpfen, hat er zumindest gesagt. Haben sie bis jetzt aber nicht gemacht. Die wurden nur von einer... Mein Vogelteam hat verloren. So sieht's aus. Die haben mich nicht mal versucht anzugreifen. Ich glaube, du hast die einfach falsch verstanden. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Das hat man, glaub schon, über mich auch gesagt. Finden wir raus, wer von uns das bessere Kind ist. Du hast einen Taubsi auf Level 24, ich habe einen Glurak auf Level 52. Das wird knapp. Okay, das hat zumindest mal Schaden an meinem Glurak gemacht. Gar nicht so schlecht, aber da braucht es 100 Taubsis mehr. Und ein Pikachu. Ja, da will ich nicht paralysiert werden, da gehe ich lieber auf Abstand und mach mal von hier hinten meinen Flammenwurf. Ah, die hat bis jetzt ein ganz gut gemischtes Team. Vielleicht ein Mauzi. Ja. Kann man machen. Flügelschlag. Muss reichen. Sollte reichen. So, was hast du denn noch? Bin echt neugierig. Damit hat es vermasselt. Ein Radfratz. Ja, warum? Warum denn nicht? Haben noch genügend Flügelschläge. Okay, und als letztes nochmal Mauzi. Okay. Ab dem vierten Pokémon ging's bergab. So. Alle tot. Wunderbar. Dann kriegt man wieder schönes Geld. Oh, ich habe verloren. Und $480. Bar auf die Kralle. Da sind Zwillinge oder zumindest zwei, die kämpfen wollen. Route 13, Norden, stille Brücke. Okay. So still war es da gerade nicht, aber na gut. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Ach, ich dachte, ihr kämpft zusammen. Eine heiße Blondine greift an. Oh, Schönheit heißt es hier. Ist egal. Ist ja praktisch hier dasselbe. Ein Pipi. Flammenwurf, bevor mein Glurak einschläft. Oder noch schlimmer, sich verliebt. Ja. Das Pipi, das singt heute zumindest nicht mehr. Oh, du hast noch eins. Habe ich übersehen. Ein Mauzi. Das ist in Ordnung. Das kann uns gar nicht viel anhaben. Außer uns Geld stehlen. Oder uns, wenn sprechen kann, auf böse, finstere Pläne aufmerksam machen. So. Oh, die hat Geld. $2000. Und da steht ja ihre Freundin. Natürlich werde ich mit ihr spielen. Oh. Das Hotelzimmer geht auf dich. Du scheinst Geld zu haben. Zumindest deine Freundin hatte was. Ein Radfratz. Das ist aber nicht nett. Da bin ich tatsächlich allergisch gegen Rattenhaar. Weg mit dir. So, du wirst aber kein Radikal haben, oder? Nö, ein Pikachu. Selbes Prinzip hier. Will nicht paralysiert werden oder sonst noch was Schlimmeres. Oh, Flammenwurf. Ein Hammer noch. Ein Hammer ja noch. Und als letztes ein Radfratz. Na gut, du hast es aber mit Ratten-Pokémon. Auch wenn eins davon gelb war. So, Schlitzer. Nein, doch kein Ruckzuck-Hieb. Na egal. So, die haben wir auch besiegt. Hoffentlich hat die genauso viel Geld gehabt. Schauen wir mal. Lola wird besiegt. Oh, du durchtriebenes Balk. Nee, die hat ein bisschen weniger Geld. Aber immer noch.
fast 2000. Ist das nicht schön? Und jetzt steht ihr da oben so, dass ich nicht mehr durch kann. Das habt ihr klasse gemacht. Müssen wir irgendwann anders machen oder halt hier durch. Ah, hier sind so viele Trainer. Ich wollte doch nur ein... Tipps für Trainer. Drücke Select, um die Position von Items im Menü zu tauschen. Eich. Lukas, dafür ist jetzt keine Zeit. Ich dachte, ich soll Select drücken. Na gut. Auch hier würde ich mal nach zwei Pokémon schauen. Vielleicht bringt es ja was. Hoffentlich kein Blutzug. Es ist ein Taubsi, das ist jetzt auch nicht besser. Da werden wir fliehen. Das sieht nämlich sehr bösartig aus. So, zwei Begegnungen noch, dann gehen wir schon wieder weiter. Ein Taubsi, ich werde nicht mehr. Fliehen. Sehr schön. Schön, dass mich das Taubsi immer hier zollfrei zielen lässt. Und ein Blutzug. Das hat sich nicht gelohnt, den Zerschneider dort einzusetzen. Sehr gut, da sind wir entkommen. Und jetzt müssen wir irgendwie nach unten. So, Labyrinth, Labyrinth, Labyrinth. Wir müssen ja aktuell nicht gegen jeden kämpfen. Das Schild müssen wir allerdings lesen. Tipps für Trainer. Schaue links neben den Pfosten. Hab ich doch? Schaue links neben den Pfosten. Was soll das jetzt wieder heißen? Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Ja, vielleicht hast du einfach einen Vogel. Hast du mal daran gedacht? Oh, vier Pokémon. Und ich habe nur noch einen Flammenwurf. Wenn überhaupt. Ja, einen habe ich noch. Flügelschlag, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Schlitzer nehmen. Wird aber reichen. Oh, das ist sogar... normal effektiv, dann warum nicht? Dann scheint es auch eine gute Taktik zu sein. Ein Tauboga. Weg mit dir. Weg mit dir. Glaub, wir erreichen sogar Level 53 noch in der Episode. Wir stehen so kurz davor. Zumindest ist Glurak drin immer super. Da können wir ihm auch gerade alles zum Fraß vorwerfen, was wir so haben. So, Habitat war auch ein relativ kurzer Prozess. Und noch ein Ibitak. Auch noch nicht gesehen. Auch ein cooles Pokémon eigentlich. Aber hier so als totes Gegner-Pokémon gefällt mir schon deutlich besser. Ja, Level 53. Und nix. Na gut. Die Luft ist raus. Ja. Deswegen keine... Ah, hier vielleicht. Mit den Pfosten? Nö. Hier ist einfach gar nichts. Ich drück A wie ein Weltmeister, es passiert nichts. So, jetzt müssen wir hier oben doch lang. So. Oh nee, ich wollte dem doch ausweichen. Was schaust du so dumm aus der Wäsche? Weiß ich nicht. Warum bist du hier stationär mit deinem Bike? Mit deinem Motorrad sogar. Du heißt Hiob. Dann habe ich eine Botschaft für dich. Deine Pokémon werden sterben. Zumindest sehr stark lediert werden. So. Find's interessant, dass nur ich ohnmächtig werde, wenn all meine Pokémon besiegt werden. Die stehen einfach weiter so rum und sagen was. Oh mein Gott. Der Hilfe-Button. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, du hast mich besiegt. Hier nimm all mein Geld. Aber ohnmächtig werden die nicht. Was war das letzte? Ein Smogon. Das haben wir doch schon ein paar Mal gesehen. Weg damit. Einfach weg damit. Na gut. Job wird besiegt. Zack. Getriebeschaden. Tja, wer die Kupplung auch so springen lässt, um sich umzudrehen. So. Route 14. Westen. Fuxania City. Da wollen wir doch hin. Und die wollen noch kämpfen. In Prismania City kann man TMs kaufen. VMs besitzen allerdings nur wenige Personen. Tja, was für ein Pech. So, nochmal ein Ornithologe. Ist doch hoffentlich der richtige Begriff. Ich glaube schon.
flamet mich in den Kommentaren, wenn Ornithologe nicht dieses Vogelbeobachter, Hobbyforscher, was auch immer war. So. Ein Ibitak. Schau wieder. Na komm, ich will nach Fuxania City. Kann ich aber nicht, wenn ich von solchen Plebs hier aufgehalten werde. Die denken, die hätten die besten Vogel-Pokémon der Welt. Glurak ist auch ein Vogel-Pokémon. Irgendwie. Ist zumindest vom Typ Flug. Schöner Vogel. Ist das hier... Nein, Zwillinge, den weiche ich mal auf jeden Fall auch aus. Erstmal. Irgendwann... Ah, die drehen sich um. Das ist hier ein Rätsel. So, den ersten nochmal geschafft. Und dann bin ich auf eine Grasmine getreten, wo ein Taubsi drin ist. So, kämpfen muss natürlich sein, aber eventuell würde ich meinen Glurak davor gern noch aufleveln. Fuxania City. Okay, der will auf jeden Fall kämpfen gegen... Ne, da sind wir sogar vorbeigekommen. Stehen hier viele kampfbereite Menschen rum. So, das Blutzug, dem weiche ich mal natürlich auch wieder aus, weil das einfach viel zu brutal aussieht. So, da wollen wir hin. Und in den ersten Stock vielleicht... Ah, da ist tatsächlich ein Assistent. Hat darauf gehofft. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eich, Assistent. Wenn du mindestens... Oh, vergiss es. Habe ich ein Geschenk für dich. EP-Teiler. Also, Lukas, hast du 50 unterschiedliche Pokémon gefangen? Nein. Ich habe eine gute Idee. Komm wieder, wenn du 50 Pokémon besitzt. Ich hebe dir dein Geschenk auf. Ach Mist, 50 Pokémon. Da muss ich aber mehr fangen. Wie viel haben wir Pokédex? Nee, Trainerkarte. 31. Da fehlen aber noch 19. Na gut. Aber wir sind fast in Fuxania City. Wir sind in Fuxania City. Da haben wir sogar die Safari-Zone, wenn ich mich richtig erinnere. Das wird dann spannend bei der nächsten Episode. Da oben ist sie mit einem schönen Lapras. Ach, ich mag die Stadt hier. Die Arena wäre man natürlich auch... Ah, hier wäre man ein bisschen beschäftigt sein. Kann sein, dass es 2-3 Episoden dauert. So, auf jeden Fall mal hochheilen. Ja. Die machen so einen tollen Job hier. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf dem Balkon mal für die klatsche. Na gut, und mit diesen Worten endet die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.